Pass auf, es sieht folgendermaßen aus. Das vorhergehende Heiko-Selbstgespräch, ich sage das nochmal, wo ich kurz nochmal drauf eingehe. Ich versuche immer was zu erklären, das habe ich schon gesagt. Das ist das erste Mal, in der Wiederholung ist es wichtig. Wir haben ein Konstruktprogramm, ein Videospiel, da sind KIs drauf. Und jetzt ist es also definitiv so, dass das zwei verschiedene Ebenen sind. Das ist der Bildaufbau, der klassische Bildaufbau, der ist für alle gleich. Als Spieler kannst du immer bloß eine Rolle spielen. Ja. Dass der Spieler, der du Geist, der jetzt dieses Konstrukt, dieses Bücherregal als Konstruktprogramm Videospiel hat, selektier mir einen Charakter heraus. Das heißt, du nimmst ein Buch aus dem Bücherregal und dann lebst du in der Welt dieser Person. Die erlebst du Geist. Die anderen Personen, die jetzt in dir auftauchen, die Rollen, die du auch spielen musst, die Bücher, die du auch lesen musst, die erleben aber nichts, weil das so ist wie KIs in einem Videospiel. Jetzt gibt es hier. Das klar, jetzt trenne ich das einmal, dass dir das vielleicht klarer wird. Das habe ich sehr oft angesprochen, dass du jetzt, wenn wir jetzt ein Multiplayer-Spiel übers Internet spielen, okay, da hat es den Eindruck, dass es verschiedene Geister gibt, was ich Geistesfunk nenne. Das sieht ja nur Nein. so aus, dass hier zum Beispiel beim Autorennen mache ich immer gern, wenn ich alleine fahre, im Einzelspielermodus steuere ich mein Auto und um mich herum sind Autos. Und die verhalten sich, wie wenn da echte Menschen drin sitzen. Das sind aber nur die KIs, die laufen. Da ist keiner im Hintergrund, der diese Fahrt von dem Auto aus gesehen erlebt, sondern du erlebst nur deinen Automatismus. Bring jetzt das auf den Punkt. Du erlebst nur deinen Automatismus und dein Auto wird das machen, was du magst. Du wirst bremsen, du fährst nach rechts, nach links und das siehst du. Und die Autos, die jetzt auftauchen, wo du einen die Vorfahrt nimmst oder wenn du einen anstößt, die kriegen das alle nicht mit. Die reagieren zwar so, als wenn Menschen drinnen wären, aber diese Automobile waren ja bloß von KIs gesteuert. Da ist kein Geist im Hintergrund, der dann die jeweiligen Automatismen erlebt. Und jetzt aber den Multiplayer-Modus. Das heißt, wir haben jetzt, da verabreden sich welche in einem Chat. Ich sage jetzt einmal 5 Mann, und die fahren ein Autorennen und es sind aber 30 Autos an dem Rennen beteiligt. Dann ist es für dich gleich, ob du in einem Einzelspieler-Modus spielst, du. Mit den 29 Kontrahenten, du hast, wenn du da mitmachst, hast du immer noch 29 Kontrahenten. Du steuerst, du hast ja nur deine Perspektive und deine Reaktionen. Du weißt jetzt aber, dass von den 29 vier oder fünf andere nicht von der KI gesteuert waren, sondern von einem Menschen gesteuert waren. Immer dran denken, ein Mensch, blau ist ein reines Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm. Dadurch wird das Spiel interessant. Es ist interessanter. Jetzt normal gesprochen, gehe ich an Menschen zu spielen, wie gehe ich an KI. Bei den KIs kann man die Gegnerstärke sogar einspielen. Wenn du die extrem stark machst, hast du als normaler Mensch bei Autorennen überhaupt keine Chance. Okay? Und das ist jetzt eigentlich einmal das, was man verstehen muss. Das ist aber eine reine Illusion. Wir denken uns das jetzt aus. Ich fahre jetzt mein Autorennen und ich denke mir jetzt nur, dass das und das Auto, da ist irgendwo anders einer und hat einen Joystick oder Lenkrad in der Hand. Von mir aus ändert sich eigentlich, außer dieses Gefühl zu wissen, dass von diesen ganzen Autos, von den ganzen Gegnern, 4 oder 5 Stück von, je nachdem, wie viele da mitmachen, von Menschen gesteuert waren, ändert an meinem Spielverhalten überhaupt nichts. Es ist bloß der Spielanreizer, wenn anders, wie wenn man bloß gegen reine Computer-KIs fährt. Aber jetzt ist es so, dass diese, was ich jetzt Geistesfunken nenne, es gibt bloß einen Geist, die bist auch du. Bloß mit einem komplett anderen Charakter, du kriegst das nicht mit, erst von einer höheren Ebene aus gesehen. Das ist immer, wenn der Udo immer wieder sagt, ich bin das, was du sein wirst, wenn du dieses Buch, dieses Leben durch hast, wenn du aufgehört hast zu glauben, bloß der zu sein, der du zurzeit zu sein glaubst. Dann bist du für einen kleinen Moment erhoben. Das ist aber ein reines Chatgefühl. Ein Chatgefühl, immer dran denken, ist ohne Bilder. Ein Chat ist immer ohne Bilder. Ich kann mir jetzt ein Bücherregal denken, da ist überhaupt nicht irgendein einzelner Roman angesprochen oder ein einzelnes Leben angesprochen, weil die gleichzeitig sind. Und sobald ich jetzt was erleben will, muss ich zuerst einmal Sätze jetzt für Büchersätze, Programme, KI-Programme. Ich muss zuerst einmal. Da ist unser Betriebssystem, da symboliere ich jetzt das ganze Bücherregal. Da sind verschiedene Charaktere drin. Und sobald ich sage, bin ich, habe ich dieses Buch praktisch jetzt in meinen Arbeitsspeicher geladen, darum erlebe ich dieses Leben.
Aber ich lebe mein Leben, erlebe ich jeden Moment im Jetzt. Ja. Es ist egal, welches Buch ich in die Hand nehme. Das Jetzt immer wieder zurückerinnern, egal welches Buch dieser Bücher du liest, du hast jedes Wort, jede Seite, was du denkst, was du jetzt denkst. Und das führt jetzt dieses asiatische, chronologische Denken von reinkarnierten Leben komplett ad absurdum. Das kannst du ohne die Computermetapher zu kennen, kannst du das nicht wissen. Das ist zwar schon rudimentär vorhanden, aber man meint immer noch, man müsste die Bücher nacheinander lesen. Es ist immer noch chronologisches Denken da. Man müsste hier mehr oder weniger immer wieder ein neues Leben leben. Die leben sich aber nicht nacheinander, sondern wenn du das jetzt hochdrehst in unsere Transversale, wo ich sage, tauschen wir bloß die Schichten im Arbeitsspeicher aus. Was prinzipiell in die Existenz gehoben wird, wird immer jetzt, taucht immer jetzt auf und es wird jetzt wieder vernichtet durch das nächste Bild, das in dir auftaucht. Aber das wiederum in einer Verzweigung, die Bilder, die jetzt persönlich auftauchen, hängen davon ab, was für ein Programm, welches Buch du im Arbeitsspeicher hast. Das ist jetzt, ich kann es einmal ganz einfach sagen, wenn ich jetzt bei mir auf der Festplatte meinetwegen 20 Filme habe, dann sind die ganzen Bilder der 20 Bilder gleich, Filme gleichzeitig da. Wenn ich mit Computer bin und ich lasse jetzt irgendeinen Film laufen, muss ich den Film im Arbeitsspeicher reinhauen. Und dann werde ich wieder nur aus diesem Film, werde ich immer jetzt, immer nur eins dieser Bilder, die im Arbeitsspeicher auch gleichzeitig sind, werde ich jetzt, immer jetzt ein Bild auf dem Bildschirm haben. Das hat mit chronologischem Denken überhaupt nichts zu tun, wenn du das verstehst. Und da ist es im Bücherregal, wenn wir jetzt das Konstruktprogramm haben, darum wiederhole ich das. Das ist unheimlich wichtig für deine geistige Entwicklung. Nicht, dass du was verändern müsstest. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das habe ich zum Heiko gerade gesagt, ich sage nochmal, wenn du jetzt als Inge nach Eichstätt fährst, ich benutze dasselbe Ort, du stehst dann an einer gewissen Straßenkreuzung, jetzt in deinem erlebten Leben, dann hast du auf deiner VR-Brille hast du ein Bild. Und wenn du jetzt mit dem Joystick nach rechts und nach links schaust, dass du das Bild auf der VR-Brille veränderst, das ist ja die Kopfbewegung, dann wirst du in eine rechte Straße oder in eine linke Straße reinschauen und dann wirst du dieselben Bilder kriegen, egal welches Buch du in der Hand hast, weil die ganzen Charaktere ja in derselben Welt leben. Ob du jetzt in deinem Arbeitsspeicher die Inge bist oder du bist die Helga oder du bist der Peter Fetting oder du bist der Udo, wenn du dich dahin manövrierst in dieser Spielewelt nach Eichstätt und du stehst an dieser Kreuzung, ist auf deiner VR-Brille, egal welches Buch du jetzt liest, dasselbe Bild. Das ist die eine Seite. Was jetzt aber noch kommt, dass du in vielen Sachen ganz anders reagieren wirst. Das heißt, rein interessensmäßig wirst du ganz andere Sachen anfokussieren. Ich sage mal, vielleicht der eine geht in die Kirche und der andere geht in einen Dampfershop. Den der andere überhaupt, der existiert für einen normalen Menschen überhaupt nicht. Erinnere dich, wenn ich immer als Udo jetzt normal rede, ich wusste überhaupt nichts mit Dampfer, die haben mich nicht interessiert, die haben lange Zeit in meinem Leben gar nicht existiert. Und dann kannst du da Obsession draus machen oder du kannst dann Spaß machen. Das ist ja bei vielen, die machen dann immer, wenn sie Interesse haben, klingen die sich so eine Gasse, in so einen Zweig ein, dass sie für alles andere wiederum blind waren. Und genauso ist es mit den Wertungen von Menschen. Darum sage ich, es ist so wichtig, zuerst einmal das eigene Programm zu durchschauen, Tierchen gucken und dann einfach der Tierforscher erforscht die Reaktionen der anderen Tiere. Dieses Beispiel tausende Male durchgekaut. Wenn du das wirklich verstanden hast, hast du mit niemandem mehr Probleme. Die Probleme, die man erlebt, die entstehen durch dieses Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas. Die entstehen durch Interpretation aufgrund von einem einseitig, extrem einseitig funktionierenden Programm. Und da hättest du die Freiheit, dein Wertesystem zu vervollkommnen. Jede einseitige Vorstellung von richtig ist fehlerhaft. Jetzt nur musst du nur das Beispiel verstanden haben. Und das kann nur Geist verstehen, weil das erfordert schon, dich zu erheben. Man kann das zwar auch als normaler Mensch intellektuell nachvollziehen, aber wenn kein Geist da ist, passiert eben das, was ich so oft gesagt habe, dass Leute schon beim Taschenbeispiel so elementar abstürzen, wenn ich das, die Tasse akzeptiert jeder mit Henkel rechts, Henkel links. Aber sobald du sagst, jetzt setzt man dafür Politik oder Religion, das kann man nicht vergleichen. Also. Dann kannst du den abhaken, weil du merkst, da ist kein neugieriger Geist im Hintergrund.
Ja. Am besten, man hält sich raus und geht wirklich nur noch in diese Tierchengucker-Beobachterposition, Ja. wo ich sagen muss, du musst wertfrei sehen. Dieses Ja. schöne, jetzt denken wir uns an Hesse aus, dieses Hesse-Gedicht. Wenn ich einen Wald beschaue und ich sehe nur meine Beziehung zu meinem Wollen, dass ich sage, da kann man schön Picknick machen oder das Holz ist viel wert, der Wald gehört mir, da sind Holzkäfer drin, die bösen Holzkäfer fressen mir mein Holz weg. Ich sage, selbst wenn du jetzt da stehst und du siehst einen Sonnenuntergang und denkst, ist das schön, ist schon Schon eine sehr. Interpretation da. Du musst der werden, der den beobachtet, der sagt, ist das schön. Du musst dir nur bewusst machen, dass der auf dieses Bild mit dieser Emotion reagiert, ohne dass du selber irgendwie werdest. Ja. Das ist das absolut wertfreie Schauen. Erst dann bist du in der Lage zu sehen, was da ist. Und zwar jetzt auch die tiefen Schichten. Ja. Ja. Das ist das Einzige, das passiert. Und das hat jetzt komischerweise nichts mehr zu tun mit irgendeinem Wissen, das du benötigst, um Bilder zu machen, brauchst du Wissen. Der Computer braucht Daten und Programme, um Bilder zu machen. Das Verstehen hat nichts mehr mit Wissen zu tun. Ist eine Disziplin. Okay? Ja. Das ist es. Ich muss Schluss machen. Ich habe gerade gesehen, ich soll den Link reinstellen, dann hänge ich die aneinander. Ich kann dich dann eventuell nochmal kurz anrufen. Okay? Alles Alles klar, klar, bis bis gleich. dann. Ciao.